Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, ich hoffe, audiomäßig passt diesmal alles. So, wir waren ja gerade auf einer Mission. Waren bei einer Raststätte. Und ja, gute Frage, wie viel Strecke wir wirklich noch vor uns haben. Weiß ich aus dem Kopf gar nicht mehr so genau. 150.000 Euro, Dollar, haben wir wieder. Not bad at all. Das ist eigentlich echt eine voll schöne Gegend hier, sag mal. Wow. Können wir so bitte hier gerade ein bisschen verinnerlichen, was das hier für eine schöne Gegend ist? Hammernacoll? Das ja. Wow. That's not bad at all. Hello, my lady. Was macht die bei der Herrentoilette? Gut, das sind beides Herrentoiletten. Ist ein sehr sexistischer Staat. Männer kriegen gleich zwei, Frauen gar keine Toilette. Ach nee, hier. Lol. Das Schild sagt. Nee, sehr coole Gegend hier. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich, wenn ihr so Reisebus oder sowas ankommen, damit die hier die ganzen Passagiere dann aussteigen können und dann rüberlatschen können. Nice. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. Da hat er schon sehr geil gemacht. Oh. Okay. Not bad. So. Mal losfahren hier. Ein bisschen Musiker machen hier. Ach, 140 Meilen ja gerade mal noch. Lol. Und zieht sich die Wolkendecke wieder zu. Okay. Schlafen und tanken brauchen wir nicht mehr. Können wir direkt bis zum Ziel durchfahren. Cool.
ist ja schon eine Gegend, ey. Geht hier gerade bergauf, ey, heilige Scheiße. Und dann ist er schon das Ziel. Nice. Ready to turn right.
It's all over. Habt ihr gehört? It's all over. Ja, das war's. Wir haben verloren. So. Sehr nice. Okay, okay. Verdammt. Verdammt. Ha, Emination. Brauchen wir noch ein kleines bisschen bis Level 34. So, dann haben wir 190k. Warte mal kurz. Wir können uns ja erstmal noch zwei weitere Auflieger holen. So, hier. Darum. Jedes Mal suche ich diese Kackhändler. Wie teuer ist denn der, den wir haben wollen? Oh, 150. Ja, ganz schön teuer, I guess. Warum? Was daran so teuer? Achso, Warenkorb immer nicht zugreifen, weil ja zu der Konfiguration keine Änderung bestehen. Ja. Naja. Alter. Ja. Okay, hier stehen gar keine Preise dran, ne? Lol. 70k alleine für den Aufbau. Aber eben, das ist gerade mal die Hälfte. Also wo kommen die anderen 100.000 her? Das ist ja schon. Haben wir 30.000. Wow, okay, alleine Lackierung kostet 25k. Also schon ordentlich. Gut, die ganzen Armbauteile, I don't know. Das sind halt alles Pfennigbeträge. Die rappeln sich halt alle zusammen. Das ist schon. Also, 100k alleine für das Grundgerüst. Dann nochmal 30k drauf für die Lackierung. Das ist dann. Ja, sind wir schon mal 130.000. Heieieiei. Das ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich. Gut, dann lassen wir es erstmal. Das Einzige, was wir schon mal machen können, ist die Garage aufbauen. Dann sparen wir lieber noch für weitere LKW. Nicht verfügbar. Was? Schweinerei. Was machen die denn die ganze Zeit? Auftragsfahrt, ne? Sind die alle noch bei ihrer ersten Mission? Fahrermanager. Tatsächlich, die haben alle noch keine einzige Strecke geschafft. Lol. Warum diese? Wo sind die denn nochmal? Also alle noch strecklich weit von ihrer. Moment mal, ich bin nicht verwirrt. Warte kurz. Eben, da bist du doch schon bei dem zweiten Auftrag. Warte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Garage, Mensch, aber ich weiß jetzt alles Teil dieser Garage. Oh mein Gott. T3. Naja. Lassen wir es erstmal. Klicke ich gerade nicht durch. gut, das heißt, ja, wir suchen erstmal nochmal einen kleinen Auftrag, wo wir ein bisschen XP bekommen. Wir sehen nur noch die Folge und die nächste Folge. Also, Zeit ist ja eh nicht. Also, ich sag mal irgendwas so um die 300 Kilometer, Meilen. Das schon mal nicht. Gibt es denn schon einen kurzen, saftigen Auftrag hier? Irgendwas kürzeres, 500 Meilen, also 570 Meilen, ne, ist viel zu lang. 500 Meilen. Gott, alles so lange Aufträge da mal. Gibt es nichts kurzes? Holy shit. Ah, da, 260 Meilen. Wow, vorletzter Platz, lol.
Vor allem geht er wieder zurück. Wir wollten eigentlich hier unten. Unten. Da scheiß jemand dann. Und, na gut, da gibt es gar keine Sachen. Da wäre es mal eine ewige Hinfahrt. Mal gucken, vielleicht lohnt sich das ja. Hier zum Beispiel 300 Meilen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und führt uns ein bisschen weiter Richtung runter. Das könnten wir also schaffen. Let's go. Warum rennt es denn jetzt? Bäh. Achso, siehst du, wir sollten sowieso erstmal pennen gehen, ne? Oder besser, wir müssen erstmal pennen gehen. Wo ist die Frage? Ach, hier hinten haben wir gleich. Ja, dann brechen wir das Ganze erstmal ab, weil ich schaffen wir wahrscheinlich eh nicht. Gehen wir erstmal pennen und gucken wir dann, was wir denn für Aufträge haben. So, wie kommen wir jetzt hier erstmal raus? Okay, ich kann links, rechts rumfahren und ich kann links rumfahren. Ah, gut. Oh, wir Traktor fahren. Oh, jetzt kommt mir nicht mit Öl, ich will auch Landwirtschaftssimulator. Ich will hier Traktor fahren. Nicht in einem anderen Game. Oh, war da gerade ein Blitz? Hab ich da gerade einen Blitz gesehen? What the fuck? Die Laterne, ganz schön nah. Warum ist sie so nah? Fürs Protokoll, ich stand bereits auf der Bremse. Leider war das der Bremse irgendwie egal. Auch sehr geil gemacht. Das ist jetzt hier so richtig lokale Fronten gibt. Da hinten, da ist halt freier Himmel. Hier auch so ein bisschen aufgebrochen. Und über uns ist halt direkt eine Schlechtwetterfront. Das ist schon echt geil gemacht. Oh, Alter. Und hinter uns. Wumm. Schaut euch das an, Alter. Ja, das hat schon was. Da ist schon echt nicht schlecht. Holy Wackamole, ey. Oh. Gibt's wirklich Blitze? Lol. Gut, auch wenn da gerade aus keiner Wolke rauskam, sondern einfach so aus nichts kam. Aber gut. Oh. Nice. Blitze. Ja, nice. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Also wenn das mal kein schönes Bild ist, da weiß ich auch nicht. Ja. Aber jetzt noch ein bisschen weiter rausgehen. Könnt ihr ein bisschen weiter rausschneiden. Bitte, fühlt euch frei, Screenshots zu machen. Ist einfach geil. Nice, okay. Ja, ist ja gut.
fahr doch mal. Auch immer wieder rot. Hey, Mination. Das ist ein Betrug. Oh, da wird Luft transportiert. Ein ganzer Luftcontainer voll mit Luft. Ich dachte, sowas wird per Luftpost transportiert. Aber ich schon sagen, also das Wettersystem haben sie echt gut überarbeitet. Gut, dass die Blitze auch da erscheinen, wo keine Wolken sind. Wird hoffentlich bald dann gefixt. Weil das ist schon ein bisschen seltsam, sag ich mal. Aber so insgesamt, gerade die Wolkenkonstellation, dass es halt nicht mehr einfach alles grau ist, sondern halt lokal sein kann. Und vor allem, dass es jetzt auch Blitze gibt, schon ganz cool. Wobei die Blitze auch eher niedlich aussehen, also die, da müssen wir wahrscheinlich noch 18 Wheels of Skill. da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen nacharbeiten, damit sie ein bisschen mächtiger wirken. Vor allen Dingen halt auch heller zum Beispiel. So, wo können wir ein bisschen reinfahren? Da zum Beispiel. Ach, ich bin doch am Arsch. Hab ich etwas verpasst. Gut, dann ja, weniger reden und mehr auf Frankfurt zu drehen, I guess. Ah, ist er rot. Verdammt. Hab so grüne Punkte gesehen und dachte, man kommt hier ums hier rein. What the fuck, dude? Warum ist die Straße offen, wenn man hier gar nicht reinkommt? Oh mein Gott. Ist hier auf? Natürlich nicht. Gut, wir werden erstmal nächste Folge herausfinden, wie wir auf dem Parkbereich darauf kommen. Sehr geil. Bis dann.